Halli, hallo, liebe Leute da draußen. Ich sitze hier und der Mattes sitzt da. Hallo! Hallo, Mattes! Hallo! Und über uns schwebt der heilige Fuchs. Hallo! Der Feuerfuchs. Hallo, Moin. H-Fox! Moin, H-Fox! Geil! Ja, und wir sitzen hier, um euch auf die nächste Ravioli Before Miller Show vorzubereiten. Yes! Denn diesen Samstag... Ja, wir haben jetzt Montag und am Samstag ist es soweit. Hat jemand das Datum? 12.04. Ja. Ja, von Samstag. Ach so, von Samstag. Der 17.04. Ja, da sitzt der Schweddes hier bei mir und dann geht's rund. Genau, am Wochenende setze ich mich in Zug, da geht er ab. Ja. Yes. Und wir haben natürlich auch wieder Themen, denn wir wollen ja, wir sind ja Ravioli, wir wollen ja spielen. Und wir spielen unter anderem Monster Hunter 3 in der japanischen Version. Ja, vielleicht hole ich es mir noch auf Deutsch, dann können wir es auch in Deutsch zocken. Ja, aber es kommt ja erst bald in Deutsch raus. Wann kommt es denn insofern? Raus? Am 24. Am 23. Nee, das schaffe ich 23. nicht. Dann, das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Nee. Ja, wir sind mit unserer Live-Show nicht schneller als hier mit der japanischen Version. Aber dann schneller können wir euch da bis... Können wir euch da ein bisschen was zeigen, genau. Dann will euch der Mattes was zeigen. Etwas Weißes, was auch total untergegangen ist in Sachen Ravioli. Was ist das, Mattes? Was ist das? Es ist Little King's Story. Haben wir noch nie gespielt, nie drüber gesprochen, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um mal die Krone zu schwingen. Correct. Und unter Umständen, wenn wir Bock haben, noch was Älteres. Kommt bald schon Teil 2, aber es ist irgendwie immer noch cool. Kaum gespielt, aber bestimmt ein tolles Spiel. Valkyria Chronicles. Für die PlayStation Wii. Habe ich auch schon PlayStation Wii. Auch schon viel von gehört, ja. Ja, da gibt es auch schon Download-Content für und all so ein Zeug, aber ich habe es leider kaum gespielt, aber ich hätte mal wieder Bock und dann ist es natürlich cool, wenn wir alle zusammen zocken, quasi. Genau. Ihr da draußen dürft ja per Chat bei uns sein. Hier unten ist die Adresse eingeblendet. Und hier unten ist auch die Adresse eingeblendet zum Stream direkt, falls die Ravioli-Seite wieder unter der Last der Milliarden Leute, die da draufgehen, zusammenbricht. Dann könnt ihr nämlich direkt am Samstagmorgen einschalten. Und wir machen wieder Frühstücksfernsehen à la Ravioli. Ab wann geht's los, Mattes? Ab 9? 9 Uhr ist eine gute Zeit, ne? Ja. 9 Uhr ist eine gute Zeit. Und dann unter anderem wollen wir... The Wind Waker spielen. Um wollen ein bisschen wir? Gehen. Echt? Ja, wir wollen ein wenig Wind Waken. Finde ich gut. Und dann dürft ihr entscheiden, ob wir das ultimative Experiment in Zelda 2 A Link to the Past, hätte ich beinahe gesagt. Das ist The Adventure of Link. Ich muss nochmal nachsehen. wagen. Dazu gibt es dann aber am Samstag mehr. Da dürft ihr dann entscheiden, wie es weitergeht. Und der Grund, warum der H-Fox über uns schwebt, ist, dass er natürlich auch mit dabei sein wird. Zwar nicht direkt hier im Studio, aber er wird sich der Community annehmen und mit seinen qualifizierten Kommentaren uns das Leben versüßen. Ja, hochklassig, yes, well. Qualifiziert. Insofern er denn Zeit hat. Ja. Das wissen wir noch nicht. Aber... Noch nicht genau, aber... Aber bei uns bei Ravioli ist es auch so, wer nicht keine Lust hat, der hat halt Pech gehabt, der muss trotzdem ran. Weil hier wird genau. Arbeit groß geschrieben und Freizeit klein. So, was hab ich denn Leute, gesagt? Wir sehen uns am Samstag. Genau, mit Nutella und Käse. Ja, mit Nutella und Käse. Ja! Was hab ich denn gesagt?